Herzlich willkommen zurück zum Overwatch Weekly Brawl. Heute haben wir The Good, The Bad and The Ugly. Das heißt also wahrscheinlich McCree, Reaper und Roadhog. Hat gerade erst gewechselt. Ich hoffe, dass jetzt ganz viele Leute ganz schnell das Weekly Brawl spielen wollen und wir ganz schnell ein Gefecht kriegen. Ja. Gucken wir mal. Oh, Moment. Das ist noch falsch. Der Server hat nicht umgestellt. Nice, ich habe zu schnell gewechselt. Moment. Es hat nämlich wirklich gerade erst gewechselt. Jetzt hat er mich echt noch ins Alte geschoben. Das ist ja crazy. So, jetzt sind wir im richtigen Match. Ich nehme Reaperino, weil ich Reaper so wenig spiele. Ja, gucken wir mal. Wieder. Also wir kommen hier im Übungsgefecht auf Dorado. Ich weiß nicht, wie es hinterher aussieht. Aber es scheint wieder eine Payload-Map zu sein. Aber wir haben nur drei Helden zur Auswahl. Es kann ein Tank und zwei Attacker. Klingt realistischer als Genji. Und, Dings, Widowmaker und McCree und, ach, ihr wisst schon. Das war letztes Mal ja schon nicht so cool. Ich meine, die Folge, die kam ganz gut bei euch an, weil ich sie halt geschnitten habe, aber ich habe halt wirklich auch viel rausgeschnitten und viele haben ja auch geschrieben in die Kommentare. Ja, an den 20 Minuten, Zeit-Zielvorschritt hat man gesehen, wie lange dieses Match wohl gedauert haben muss. Und ich habe ja gesagt, 50 bis 60 Minuten hat es gedauert. Das war nicht cool. Und jetzt werde ich auch das hier wieder rausschneiden, denn das dauert zu lang. Bis gleich. So, wir sind auf Route 66. So, ich habe Bock auf Reaper. Gucken wir mal, vielleicht wechseln wir noch McCree. McCree habe ich ja in letzter Zeit ein bisschen lieb gewonnen. Muss ich ja sagen, ich habe... Oh Gott. Wenn ich das schon wieder sehe, möchte ich am liebsten vorher schon McCree wählen. Weil wir sind schon wieder drei Reaper, ein Tank oder ein Roadhog nehmen. Roadhog ist so der Hero... Ja, ich mag Roadhog, aber ich habe gerade keine Lust, ihn zu spielen. Gucken wir mal. Der Tod ist Gucken wir mal. Wie der Gegner sich so aufstellt. Leider kein Emote für ihn. Habe ich einen Skin für ihn ein? Ist das ein anderer, den ich habe? Nee, ne? Wie sieht denn der andere Reaper aus? Kaffee würde ich hier an eurer Stelle nicht bestellen. Der schmeckt nach aufgebrühtem Schlamm. Ach so, er hat einen. Na gut, er hat einen Mariachi-Reaper. Oh, mein E-Mail-Programm. Ach, egal. Hat jetzt einmal gebimmelt, das bimmelt jetzt nicht mehr. Was hüpft denn da draußen so rum? Da hüpfte gerade ein McCree und da oben links ist ein McCree. Da ist ein Reaper. Alles klar. 5, 4, 3, 2, 1. Dann gehe ich woanders raus. Die haben mich ja hier schon gesehen. So. Mal gucken, wann der erste McCree einen Headshot verteilt. Aus dem Schatten. So, erst einen Reaper gemacht. So, Roadhog gemacht. Wo ist er hin? Hast du ihn? Ich hoffe, du hast ihn. Beziehe eine neue Position. So, wo ist er hin? Nimm ihn doch nicht weg, ey. So, läuft aber gerade ganz gut. So. Nein, ach fuck, ich wollte noch shiften. Aber lief ganz gut bis jetzt. Drei Kills. Dann bin ich noch im Goldmedaillenraum. Ich glaube, ich behalte erstmal Reaper. Reaper ist gerade ganz cool. Vom, da es Roadhog als Gegner gibt. Die Fracht hat den Checkpoint erreicht. Ist, Roadhog ist ein gutes Ziel für Reaper. Das ist also eigentlich das Beste. Große Charaktere sind immer gut. So, den haben wir. So, da oben lief ein Roadhog rum. Haben wir. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Ah, da springen sie runter. Hat er mich gesehen? Nee. Hi.
Sehr gut. Ach, scheiße. Oh Gott, da waren ja beide. Drei waren da sogar. Oder? Waren da zwei? McQueen alleine hätte mich nicht gemacht, aber ich bin jetzt so in sein Schussfeld gerannt. Oh, Reaper macht so viel Schaden. Aber hier ist auch wieder Attacker Win. Weil du killst die Leute besser, als du schieben kannst. Oder schieben aufhalten kannst. Ja. Das heißt, ich... Es wird wieder eine Verteidigungsrunde, wo ich sehr verzweifeln werde. Und ich habe gleich meine Ulti. So, haben wir? Die Stunde hat geschlagen. Nein, natürlich hat er noch durchgezogen. Ah, da kommt die feindliche Reaper-Ulti. Ich hoffe ja gleich meine reinsetzen zu können. Wir haben zwei McQueen-Ultis ready und eine Reaper-Ulti. Oh, da hat so, nein. Ich mach grad immer so Last-Hits. Die Fracht nähert sich ihrem Ziel. Stirb, stirb, stirb. So. Den haben wir mal safe geholt. War zwar verschwendet, aber ist ja egal. So nicht, mein Freund. Nicht bewegen. Nein, 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 nein. Okay. Ich räume hier. Nein, warum drücke ich den E? Ich habe gehofft, ihn damit zu verwirren, aber es ist total dumm, weil ich stehen bleibe. Oh, Rotor, geh weg. Geh nicht nach links. Jetzt sich ganz doof hingestellt. Versuchen wir das nochmal. Ja, Reaper. Oh, wir haben gewonnen. Ja, war doch eine gute Reaper-Runde. War doch schön. Yeah. Des Spiels. Oh, war der bei uns? Ja, okay. Ich hätte auch gerne einen gehabt, aber es war bestimmt eine Ulti, oder? Nein, nicht mal, okay. Also, da habe ich aber so, ne? Also, dass ich hier nicht drin bin, das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Naja, wir sehen uns im nächsten Match. So, wir sind im Verteidigungsmatch. Jetzt mal als McQueen mit zwei Rotogs und einem Reaper. Weißt du, mit deinen Schießeisen solltest du besser. Und mit McQueen sollten wir uns ein bisschen weiter hinten verlagern, je nachdem, wie viele Reaper die haben. Denn Reaper hat auf die Entfernung gegen McQueen eigentlich nichts auszusetzen. Andererseits muss McQueen auch nah dran, damit seine Granate sitzt. Ne? Die. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ich habe übrigens alle Heroes mal mit einem Spray ausgestattet, auch wenn er nicht vom Hero ist. Warte mal, ich mach den mal in die Scheibe. Ich bin weder der Gute noch der Böse. Aber mit Sicherheit nicht der Held. So. Gut, Lacke, Fun hingeschrieben. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Und ich bin gerade so Headshot fixiert, das ist ein Problem. Ich muss nämlich nicht auf den Headshot zielen. Ich muss da nämlich nicht. Au, 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 au. Weil das sind ja normale Modis hier, normale Zeiten, normale HP und so weiter und so fort. Obwohl das mit den Attacker Win Only ist vielleicht gelogen. Au, jetzt bin ich zu lange in einer Linie gelaufen. Okay, Reaper ist vielleicht... Ich habe mich jetzt auf Reaper eingespielt, ist das Problem. Das hätte ich nicht machen dürfen. Jetzt bin ich voll raus mit McQueen. Oh, der war aber gut von ihm. Okay, ihr habt ja nicht anders gewollt. Können halt... Da ist Aggressivität gefragt. Wenn sie aggressiv spielen, dann schieben sie auch. Dann kein Thema. Ah, was? What the fuck? Nee, ich wechsle. Ich wechsle auf Reaper. Das lief vorhin besser. Immer beide Runden gewinnen. Im Brawl.
Der Tod ist unter euch. Außerdem spiele ich Reaper eh zu wenig. Ich habe McCree schon wieder viel zu oft gespielt. Die erwischt mich hier hoffentlich nicht. Jetzt sieht er so einen Millimeter von mir und drückt genau in dem Moment. Das wär's, ja. So. Wo sind die Boys? Da sind die Boys. Die Stunde hat geschlagen. Bin mal weg. Nein! Ach Mann, aber guck mal, ich hab ihn fast gehabt. Allein durch den einen Headshot. Okay, er hatte nicht... Er wollte sich das Medikit da nämlich gönnen. 17 HP. Ausrücken. Ausrücken. Man nennt mich McCree. Macht bitte nicht weniger Roadhogs. Roadhogs sind auch wichtig. Ich sehe nichts. Ach Mann, ich hab nichts gesehen wegen dem. God damn it. Er stand einfach vor mir. Ja, und dann habe ich nicht gesehen, dass der... Dir. Und dir habe ich nichts gesehen. Pass auf, wir machen mal... Aber Moment, wir wechseln einfach mal auf Roadhog. So. Ich bin eine Ein-Mann-Apokalypse. In die Kommentare wurde auch geschrieben, kannst du mal öfter Soldier spielen? Ich spiele das, was ich gerade für richtig erhalte und worauf ich Bock habe. Und auf Soldier habe ich leider nie Bock. Aber der ist, Soldier ist somit der langweiligste Charakter, muss ich leider sagen. Ich sehe sie. Wie auf dem Jahrmarkt. Ich bewege. Wo sind die denn alle? Langsam halt, Sport. Ja, wo ist er denn? Ach, verdammt, natürlich holt er... Oh, da war aber noch ein Roadhog, der hat mich sowieso geholt. Ach, das ist keine gute Runde. Natürlich wirst du abgeschossen. Pass doch auf, wo du dich hinstellst. Ist ein Wunder, dass du noch lebst, Axeris. Ist echt ein Wunder, der lebt immer noch. Jetzt ist er tot. Ach, fucking McQueen. Och, jau. Ach, Mann. Steht da gerade einer in der Base und macht nichts? Heißt Terrica, Liz. Danke. Roadhog ist wieder da. Die haben einen Reaper nur, eigentlich. Aber die haben ohne Ende Requies. Die haben auch nur einen Roadhog. Weißt du, wenn dann alle auf einen Roadhog gehen? Jetzt haben wir noch einen Roadhog. Nee, wo, what the fuck? Ja, lass mich als Roadhog alleine. Das ist total dumm. So. Freunde. Da kommt einer. Da hinten. Da hinten. Ach, nee, ich brauche einen Charakter, der sich verpissen kann. Aber ich bin der letzte Roadhog, das kann man auch nicht bringen. Das Problem ist, man ist instant tot als Tank, weil sie alle auf dich schießen, weil du das größte Ziel bist. Das heißt, es macht keinen Sinn, gerade Tank zu sein. Ich bin noch lange nicht fertig. Den gehe ich jetzt als Reaper. Ist unter euch. Jetzt haben wir 4 Reaper. Na, ist okay. Reaper kann sich shiften. Das Problem ist... Einer hat das Spiel verlassen, aber der Gegner... Es ist, ich habe immer Glück, dass das nicht aus meinem Team ist. Ja, lande, lande. Danke. Nein! Natürlich! What the fuck? Was habe ich denn auch für ein Pech? Ich war der Einzige, den er im Visier hatte. Ist er denn bekloppt? Ey, der... Gegenüber von ihm standen 3... Ach Mann, ich sag dazu nichts. Nein, nein. Achso, das ist Kollegen-Ulti. Eine kollegiale Ulti. Die Stunde hat geschlagen. Ja, da will mich wieder... Ja, genau das. Danke. Hat der Kollege mich gerettet.
Sehr gut. Die kommen gleich von hier. Nice. So, die sind schon mal angehittet. Das heißt, die müssen sich jetzt erstmal um HP kümmern. Der auch. Kommt der hier hoch? Oh, er schreckt mich doch nicht. So, Karre fährt zurück. Ein Gegner? Ja, da kommen Gegner. Wieso? Der muss doch angehittet sein. Der hat doch gerade gekämpft. Was haben die Kollegen gemacht? Er hätte doch total down sein müssen. Und deswegen dachte ich mir so, yo, gehst du drauf? Und warum war ich so schneller tot als er? Das kann auch nicht sein. Die hacken alle. Gibt doch schon Aimbots und so. Aim for the head und so. Ah, da war doch einer. Der ist down. Links ist noch ein Reaper langgelaufen. Müsste aber jetzt down sein. Meine Ulti ist gleich ready. Das ist schön. Höhere Steps. Und gehittet. So, warte mal, ich geh mal oben lang. Langsam halt. Stirb, stirb, stirb. Nein! Ach, verdammte Potsau. Auch nur einen gekriegt, weil die alle falsch gelaufen sind. Stirb, stirb, stirb. Ich hab ihn auch nicht einmal getroffen. Ach, die mit ihren Kackgranaten. McCree ist mit seiner Granate echt böse. Ach komm, wir können das halten. Wir können gewinnen. Nein. Die Stunde hat geschlagen. Ah, fuck you. Achso. Um auf zu schieben, hallo? Nein, ich hab doch Shift gedrückt. Wie schnell können die denn bitte einen töten? Das ist doch ekelhaft. Ja, what the fuck? Wie schnell können die denn einen killen? Nein. 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 Oh, bitte, jetzt geht's in die Verlängerung. Jetzt wird's heiß. Oh, die Verlängerung geht down, 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 down. Yes. Yes. Very good. Highlight des Spiels. Wieder er. Er ist ein guter Spieler. Obwohl, er hat wahrscheinlich nur wieder so minimal gemacht. Das ist gerade so reich. Obwohl, er hat da eine Ulti gemacht, ne? Nein? What the fuck? Er hat Assist-Skills bekommen. Okay, das war gut. Ja, ist okay. Kriegst du auch wieder hier deine 32 Eliminierungen. What the fuck? Crazy! Ja, das war's mit der Folge Overwatch Weekly Brawl. Wir sehen uns. Achso, hier, ich kann nochmal empfehlen, der Cinematic, der nächste, ist online. Auf dem PlayStation.de-Channel, auf Deutsch auch. Ist er auf PlayStation.de auch Deutsch? Also auf dem PlayStation-Channel ist auf jeden Fall der Cinematic mit Widowmaker und Tracer online. Anschauen, ist sehr cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.